Servus YouTube, willkommen Rala zu unserem neuesten News-Podcast für den Oktober. Heute mit mir, Gon als eurem Moderator und dem Rami. Servus YouTube, ich bin zurück, ja. Jawohl, er ist back. Jedenfalls vorübergehend. Also, wir haben heute wieder, wie immer, die allgemeinen News für euch vorbereitet. Dann die Manga-News, die Manga-Light-Novel, Spiele-Anime-Adaptionen. Lizenzen für Deutschland und die neuen Veröffentlichungstermine für die Blu-ray. Und anfangen werde ich dann auch gleich direkt mit den allgemeinen News. Nämlich wird der Film Der Mondblumenberg vom Studio Ghibli demnächst auf Animax präsentiert. Das Drehbuch hierfür schrieb der bekannteste Mann aus dem Haus Ghibli, Hayao Miyazaki, und die Regie hierfür führte sein Sohn Gorō Miyazaki. Ausstrahlungstermin bei Animax ist am Sonntag, den 21. Dezember um 20.15 Uhr. Die Besucher der Frankfurter Buchmesse können am 11. Oktober jedoch schon in den Genuss einer Preview zum Film kommen. Und Ghibli-Fans können sich bei Animax außerdem den ganzen Herbst und Winter immer sonntags um 20.15 Uhr 13 weitere Ghibli-Filme wie zum Beispiel Das Schloss am Himmel oder Chihiros Reise ins Zauberland freuen. Ja, des Weiteren gab Universum Anime dann noch via Facebook bekannt, dass der Film Die Legende der Prinzessin Kaguya, ebenfalls aus dem Hause Ghibli, ab dem 20. November 2014 in den deutschen Kinos zu sehen sein. Der Regisseur hierbei war Isao Takahaka, der auch für Filme bekannt war wie Das letzte Glühwürmchen oder Das Schloss am Himmel. Der Anime basiert auf einer alten Erzählung von Taketori Monogatari und erschien 2013 in Japan. Auch bei Anime On Demand, der Tochterfirma von Kase, gibt es einige Neuerungen, und zwar drei Stück, die ich euch ganz kurz aufzählen werde. Die erste wichtige Neuerung ist für Anime-Suchende und Anime-Schauende, die immer nach lizenzierten Animes suchen. Diesmal kann man die auch auf legalem Wege online einfach auf längere Dauer schauen, ohne spezielle Animes kaufen zu müssen. Dies bieten die neuen Abos, und zwar einmal das Standard-Abo und einmal das Premium-Abo. Das Standard-Abonnement, welches man bei Anime On Demand für eine gewisse Tagesanzahl buchen kann, enthält alle Animes, deren Veröffentlichung auf Anime On Demand länger als 6 Monate zurückliegen. Das Premium-Abo beinhaltet hingegen jede Serie inklusive Simulcasts, sofern Anime On Demand die Berechtigung für die Bereitstellung im Abo hat. Nun zu den neuen Simulcasts und Serien, die Anime On Demand bereitstellt. Zuerst nun die zwei Simulcasts, die in diesem Herbst noch erscheinen werden, und zwar die zweite Staffel der Sci-Fi-Thriller-Serie Psycho-Pass und die neueste Produktion des Studio Triggers Inu Battle Within Everyday Life. Darüber hinaus nahm Anime On Demand das Anime-Programm des Publishers Film Confect in sein Portfolio. Seit der Vereinigung können bereits alle Folgen der Serie Samurai Kings, welche bei Film Confect rausgekommen sind, also die erste und die zweite Staffel, Aesthetica of a Rogue Hero, Samurai Girls und Samurai Bird gekauft und im Stream angesehen werden. Sobald alle DVDs und Blu-rays erschienen sind, wird auch die Edgy-Serie Super Sonico auf Deutsch verfügbar sein. Und Mitte November wird zudem der Anime-Hit Clannad folgen, worauf sich schon einige gefreut haben. Jedoch wird es dazu mehr Infos dann zum Schluss als großes Finale geben. Für Prosimax gab es endlich mal wieder erfreuliche Nachrichten, nämlich die Quoten der neuen Anime-Serien Deadman Wonderland, High School of the Dead und Bloodlet sind endlich mal wieder stabil geworden. Die Serie Deadman Wonderland hat hierbei einen Durchschnitt von 0,9%, High School of the Dead mit 1,1% und am erfolgreichsten war natürlich Bloodlet mit 1,6%. Die drei Anime-Serien werden jeden Mittwoch um 0 Uhr ausgestrahlt. Die Wiederholung erfolgt dann immer samstags ab 2 Uhr nachts. Wobei ich hier leider nochmal andeuten muss, ich bin zwar sehr begeistert davon, ich habe auch damals schon gesagt, dass ProSiebenMax einfach andere Serien nehmen soll, dann hätten sie auch eine erfolgreichere Quote. Jedoch muss ich sagen, dafür, dass die Serien ab 0 Uhr bzw. 2 Uhr ausgestrahlt werden, schon unter der FSK 18, unter dem FSK 18 Hinweis, sind trotzdem extrem geschnitten und die besten Szenen, sagen wir mal so, wenn man es mal so nennen darf, sind einfach nicht gezeigt, und das fand ich schon so ein bisschen, naja, gut, das schmälert man. Für alle, die den ja auf Japanisch kennen, ne, natürlich das Interesse. Jedoch bin ich sehr erfreut, dass die Quoten so hoch sind, und drücke ProSiebenMax weiterhin die Daumen. Auf jeden Fall von meiner Seite auch einen Daumen hoch. Zumindest, das sieht allgemein wenigstens die Chance zu nutzen, diese Animes ausstrahlen, auch wenn ProSiebenMax da Einschränkungen beinhaltet, wie zum Beispiel die Schnitte bei Deadman Wonderland oder High School of the Dead. Ja, das ist natürlich mal wieder typisch deutsches Free-TV. Aber immerhin sind wieder Animes im deutschen Free-TV, also von daher sollten wir froh sein. Ebenfalls bei ProSiebenMax gibt es jetzt Infos zu einer neuen Anime-Staffel, die jetzt demnächst erscheinen wird. Und zwar wird bei ProSiebenMax ab dem 10. November die 6. Staffel des Digimon-Franchises, also Digimon X-Ross Wars, zu sehen sein. Der Abenteuer-Action-Anime, der hierzulande unter dem internationalen Titel Digimon Fusion an den Start gehen wird,
läuft dann immer montags bis freitags ab 16.10 Uhr. Und am Folgetag wird die Sendung jeweils immer um 6.20 Uhr frühs und 13.30 Uhr mittags wiederholt. Pro7 Max wird am Anfang dann nur die ersten 30 Folgen der 6. Staffel von Digimon Fusion ausstrahlen, welche den gesamten ersten Serienarc umfassen. Für alle Nisekoi-Fans habe ich ebenfalls noch eine gute Nachricht, denn eine zweite Staffel für Nisekoi wurde angekündigt. Der 14. Sammelband der Manga-Vorlage von Naoshi Komi kündigte die zweite Staffel der Serie an. Näheres dazu soll es in einer zukünftigen Ausgabe des Weekly Shonen Jump Magazin dann geben. Das Videoportal MyVideo wird ebenfalls sein Streaming-Angebot erweitern, und zwar um die Anime-Serie Mila Superstar. In Deutschland wurde die Serie erstmals von 1993 bis 1994 auf dem Sender RTL 2, der damals noch ein guter Sender war, ausgestrahlt und später durch den Publisher KSM auf DVD veröffentlicht. Zuletzt ist dort auch im März eine Neuauflage der DVD-Gesamtausgabe erschienen. Dann kommen wir auch schon direkt zur Überleitung zu den Manga-News, nämlich gibt es Tokyo Ghoul eine Manga- sowie eine Anime-News. Zum einen wird der Anime Tokyo Ghoul mit einer zweiten Staffel im Januar 2015 in den japanischen Fernsehen fortgesetzt. Dementsprechend dürfen wir uns natürlich in Deutschland auch schon mal auf einen deutschen Sub freuen. Und zum anderen wurde ein Sequel zum Tokyo Ghoul Manga angekündigt. Die 45. Ausgabe des Weekly Shonen Jump Magazin kündigte den Sequel des Mangas an. Der neue Manga wird den Titel Tokyo Ghoul Re tragen und bereits am 16. Oktober mit der 46. Ausgabe des Weekly Shonen Jump Magazin starten. Für Akuma no Riddle Fans gab es dann vom Manga Verlag EMA sehr erfreuliche News. Denn nachdem Kase im April die Lizenz für den Anime Akuma no Riddle gesichert hatte, wurden nun neue erfreuliche News zum Anime bekannt gegeben. So erscheint der seit 2012 in Japan erschienene Manga von Akuma no Riddle hier in Deutschland. Im Sommer 2015 können wir dann mit der ersten Ausgabe des Mangas hier in Deutschland rechnen. Ebenfalls gab der Verlag von EMA bekannt, dass der Manga aus Japan, Kedamomo Kareshi, lizenziert wurde. In Japan erschien der Manga im Jahr 2012 und umfasst zurzeit 5 Sammelbänder. Bei der EMA wird der Manga dann im Frühjahr 2015 erscheinen unter dem Titel Beast Boyfriend. Und eine eher weniger erfreuliche Nachricht habe ich jetzt für alle Naruto-Fans, denn nach sage und schreibe 15 Jahren und inzwischen 70 Sammelbänden endet leider der Naruto-Manga am 10. November diesen Jahres. Dies kündigte die offizielle Webseite des Weekly Shonen Jump Magazin an. Ja, tut mir leid, dass wir diese Nachricht hier überbringen müssen, aber alles Gute muss auch mal ein Ende finden. Dann zum Schluss für die Manga-News bringen wir euch wie üblich die Neuveröffentlichungen und Nachdrucke für den Monat, diesmal kurioserweise für den Monat Oktober und November schon. Also wir haben hier wieder unzählige Manga-Veröffentlichungen von Carlsen Manga, Egmont Manga, Kase, Tokyopop und Planet Manga. Also im Einzelnen eigentlich wieder schon viel zu viel, um was aufzuzählen. Wir werden das an gegebener Stelle hier mal wieder durchlaufen lassen. Wenn euch interessiert, müsst ihr halt zwischendurch mal auf Pause machen, weil es sind ziemlich viele, können wir halt nicht alles mal aufzählen. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der Manga-News angekommen. Und dann hat Rami noch 2 Manga-Light-Novel-Spieladaptionen für euch vorbereitet. Was haben wir denn da? Die Light-Novel-Serie von Toaru Majutsu no Index, welches vom Autor Kazuma Kamachi stammt, bekommt eine Umsetzung als TV-Serie. Die Ankündigung erfolgte auf dem Dengeki Bunko Herbst-Festival-Event in Japan, welches am 5.10., also am 5. Oktober stattgefunden hat. Die bislang 8 Bände umfassenden Heavy Object Light Novels erscheinen schon seit 2009 in Japan und dienten bereits als Vorlage für die beiden Mangas Heavy Object und Heavy Object S. Ebenfalls veröffentlicht Splendid Film Lupin III. Als Live-Action-Film. Die Verfilmung von Kazuhiko Katus Manga erscheint im ersten Quartal 2015 bei Splendid Films. Umgesetzt unter der Regie von Ryohei Kitamaru läuft der Film seit dem 30. August in den japanischen Kinos. In der Hauptrolle ist dabei der Schauspieler Shun Ogori zu sehen. Und ich gebe jetzt auch weiter wieder an Gon, der jetzt euch noch ein paar neue Lizenzen für Deutschland bereithält. Ja, da gab es auch einiges im letzten Monat. Nämlich gab Anime House via Facebook bekannt, dass sie sich die Rechte sicherten an dem 12-teiligen Action-Anime Jomon Gant, der nach Deutschland kommen soll. Wann wurde leider noch nicht bekannt gegeben. In Japan gab es auch ebenfalls bisher schon eine zweite Staffel. Also wenn er gut ankommt, kommt diese ebenfalls vielleicht nach hier.
Und dann noch eine gute Nachricht für alle Fans von Chaika, die Sachsprinzessin aus der Frühlingsseason. Hierzu soll nämlich eine zweite Staffel ab sofort bei Anime On Demand zu sehen sein. Dies gab Anime On Demand auch via Facebook bekannt. Die zweite Staffel wird ebenfalls auf Clipfish als Simulcast von Nippon Art angeboten. Auch von Kases Manga-Abteilung gibt es neue Nachrichten. So wurde bekannt gegeben, dass der Verlag sich die Rechte an den beiden Mangas Hamatora The Comic und Wolfgirl and Black Princess gesichert hat. Wann die Mangas hier in Deutschland erscheinen werden, wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. Auch Kases Anime-Abteilung hat einige Neuigkeiten für euch bereitgehalten. So hat, wie die neueste Printausgabe der Animania berichtet, Kase Anime sich die Rechte an Aku no Hana gesichert. Die 13-teilige Anime-Serie aus dem Jahre 2013 soll im ersten Halbjahr des nächsten Jahres erscheinen. Und wie der Verlag von Tokyopop auf seiner Internetseite bekannt gab, sicherte er sich die Rechte des Animes Kill la Kill. Dieser wird voraussichtlich im Frühjahr 2015 dann hier bei uns veröffentlicht. Ebenfalls hier in Deutschland kommt Terraformers demnächst bei Peppermint Anime. Dieser hat sich die Rechte an selbiger TV-Serie gesichert und zeigt diese am 3. Oktober als Simulcast. Die Serie wird wie üblich als Einzelfolgen sowie in Form eines Season Pass angeboten und eine deutsche synchronisierte Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray soll es im zweiten Halbjahr 2015 dann geben. Ja, soweit sind wir dann auch schon direkt mit den Lizenzen durch. Dafür haben wir jetzt noch eine große Packung Neuveröffentlichungen für die Blu-ray für euch. Genau, und ich fange dann jetzt auch gleich damit an, denn KSM hat bekannt gegeben, dass sie im nächsten Jahr die erste Fullmetal Alchemist-Serie auf Blu-ray veröffentlichen werden. Möglich wird dies durch neues HD-Material, welches der japanische Lizenzgeber KSM bereitgestellt hat. Ebenso wie die DVDs erscheinen die Blu-rays in insgesamt 2 Volumen am 16. März und am 18. Mai. Animes setzt seine Anime-Box-Reihe im nächsten Jahr mit der Nummer 4 fort. Diesmal kommen in der Box die OVA Hack Quantum und der Film Tales of Vesperia – The First Strike. Erscheinen soll die Box am 30. Januar 2015 auf DVD und Blu-ray. Bonusmaterial wird es dabei aber leider keins geben. Ja, und Nippon Art geht dieses Jahr mal richtig in die Vollen. Der Händler EMP listet zahlreiche neue DVDs und Blu-rays dank Nippon Art. Die Neuheiten werden dann hierzulande ab Oktober und November erhältlich sein. Unter anderem wäre darunter Samurai Shampoo, die Gesamtausgabe plus Soundtrack, CD, DVD und Blu-ray. Release hierzu ist der 27. Februar 2015. Fullmetal Panic Volume 1, DVD und Blu-ray. Release hierzu der 27. März 2015. Dann die FLCL Collector's Edition. Veröffentlichungstermin hierzu am 30. Januar 2015. Gans, welcher am 28. November schon erhältlich sein soll. Helsing Ultimate, welcher ebenfalls ab 28. November hier erscheinen soll. So, als wäre das nicht schon genug, kündigte Nippon Art ebenfalls eine Neuveröffentlichung für die Ghost in the Shell Series 1 und Series 2 sowie den Film Ghost in the Shell Standalone Complex Solid State Society an. Diese sollen hierzulande ab dem 30. Januar 2015 auf DVD und Blu-ray erscheinen. Und von Publisher Kase gab es nun auch neue Informationen bzw. Details zu Magi, The Kingdom of Magic. Wie schon die Vorgängerserie Magi The Labyrinth of Magic wird auch Magi The Kingdom of Magic aufgeteilt auf insgesamt 4 Boxen als Digipack im Shuba erscheinen. Auf den Blu-rays wird es wie üblich den deutschen und japanischen Ton in Dolby Digital 2.0 geben und vorhanden werden auch ebenso die deutschen Untertitel sein. Und nun komme ich zu den finalen Infos auf das, worauf viele, viele warten. Ich persönlich zwar nicht, aber viele andere warten drauf, und zwar gibt es nun die Infos zu Clannad im deutschen Raum. Und zwar wird die 23-teilige Dramaserie Clannad, welche im Jahr 2007 in Japan erschienen ist, ab Ende November von Filmkonfekt auf DVD und Blu-ray veröffentlicht. Das Label bringt zu die komplette erste Staffel sowie eine zusätzliche OVA-Folge nach Deutschland. Ich hätte noch eine kleine Frage an euch zum Schluss jetzt, und zwar, wer freut sich schon auf die deutsche Synchronfassung davon? Also ich persönlich bin einer, der, wenn er ein Anime auf Japanisch geschaut hat, es eben nicht mehr auf Deutsch schauen kann, einfach weil die Synchro wahrscheinlich dann katastrophal sein wird. Ebenso wird wahrscheinlich vieles auch anders ausgesagt, als es im Japanischen überhaupt gesagt wurde. Und deshalb will ich mir den Anime leider nicht versauen und deswegen werde ich ihn mir auf jeden Fall nicht anschauen. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich eure Meinung zu diesem Thema hören würde, denn es ist ja ein sehr wichtiger Anime für sehr viele Fans hier. Naja, Clannad ist immer so eine Sache, aber da gibt es halt immer heiße Diskussionen. Okay, und soweit sind wir jetzt auch am Ende. Wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass es diesmal ein bisschen schneller war und nicht ganz so langwierig wieder wurde.
Und zum Schluss habe ich, weil Xatus diesmal nicht da ist, werde ich euch die Verweise bringen, wo sind wir zu finden, auf unserer Homepage, auf randares-anime.net, natürlich auf YouTube, wo ihr uns gerade gesehen habt, auf youtube.com/user/randaresxanime, unter Facebook, unter facebook.com/randaresanime, unter twitter.com/randaresanime, für alle Freunde von Conventions und Cosplay etc. haben wir unsere Bilder noch für euch auf flickr.com/fotos/randaresanime. Ich hoffe, es hat euch diesmal gefallen und ja, bis zum nächsten Mal, Jungs. Ciao. Ciao.